Es sind besondere Zeiten. Ein Krieg tobt in Europa. Gleichzeitig rückt der Kontinent so eng zusammen wie wohl noch nie. In Prag treffen sich Staats- und Regierungschefs aus 44 europäischen Staaten zum Gründungsgipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Dabei sind die 27 Mitglieder der Europäischen Union plus 17 weitere europäische Länder wie die Türkei, die Ukraine, Großbritannien und mehrere Balkanstaaten. Der XXL-Gipfel soll vor allem ein Zeichen Richtung Russland senden. Europa lässt sich von Präsident Putin nicht spalten. Ein Fenster dieser Burg hat bereits Geschichte geschrieben. Mit dem Prager Fenstersturz 1618 begann der 30-jährige Krieg. Jetzt soll es hier um Frieden in Europa gehen und das in einer ganz neuen, großen europäischen Runde. Neben den 27 EU-Ländern sind die Balkanstaaten eingeladen, außerdem Großbritannien, die Türkei und ehemalige Sowjetrepubliken wie die Ukraine. Der Megagipfel solle, so Bundeskanzler Scholz, andere Institutionen nicht ersetzen, sondern ergänzen. Es geht darum, dass ganz konkret die Staats- und Regierungschefs, die Staats- und Regierungschefinnen miteinander sprechen. Und dieser Charakter sollte auch beibehalten werden. Denn ich glaube, das lebt davon, dass man sich auf diese Weise miteinander trifft, dass viele zusammenkommen können. Das zentrale Thema, die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Da wünschen sich viele ein gemeinsames, klares Vorgehen. So haben die Anschläge auf die Gaspipelines gezeigt, wie anfällig die kritische Infrastruktur in Europa sei. Und die Abhängigkeit vom russischen Gas ließe sich auch nur gemeinsam lösen. Zwei Dinge müssen nach den Gesprächen feststehen, wie die Sicherheit in Europa gewahrt werden kann, vor allem mit Blick auf die schreckliche russische Aggression und außerdem, wie wir Fortschritte erzielen wollen in den Fragen Energie, Klimawandel und Wirtschaft. Von einer geschlossenen Front gegen Putin wird in Prag gesprochen, auch wenn es unter einzelnen Ländern Konflikte und Unstimmigkeiten gibt.